Das ist so, ich will auch anders. Schau mal. Ja. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Oha. Eindeutig, ich bin 10 Jahre alt geworden und ja, gestern hatte ich Geburtstag, da haben wir auch schon richtig gefeiert und so. Und heute ist mein Kindergeburtstag und ich nehme euch heute einfach ein bisschen mit, wie ich den vorbereite und auch noch, was wir so machen. Und ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich nehme mich auch mit bei der Party. Und ich zeige euch jetzt erstmal meine Geschenke. Und wenn euch der Vlog gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's! Also, ich habe als erstes mal diese Zehen gekriegt. Sieht man ja auch. Und ich finde die voll schön, weil wir waren ja mal bei sowas wie ein Fotoshooting. Und da haben wir gerne viele Bilder gemacht. Und die Buchstaben, möchte ich schnell sagen, die sind übrigens, die habe ich für die Isabel. Ah, ich sag immer Buchstaben, es sind Zahlen. Die habe ich bei Personello bestellt. Ich verlinke euch das unten nochmal, aber ich finde die einfach so goldig. Es hat mir so gut gefallen. Die hängen wir dann in Isis Zimmer auf. Okay. Aber heute brauchen wir die nochmal als Tischdeko, so goldig. Drei, weiter geht's. Dann habe ich einmal dieses süße Haarband hier bekommen. Dieses hier. Das ist so mit Katzenohren. So, wenn ich mich mal wasche oder so. Und dann habe ich auch noch dieses hier gekriegt. Ich sag gekriegt. Ja, ich sag da nichts mehr. Ich habe der Isabel immer gesagt, das heißt bekommen. Aber Isabel sagt immer gekriegt. Die sind ganz flauschig. Ich habe auch noch ein regenbogenfarbenes, aber das habe ich gestern schon benutzt. Und ja, ich habe eine ganze Sammlung jetzt. So, dann habe ich diese Topmodel-Zeitung bekommen. Da sind, weil ich... Ich hoffe ja, dass ich zum Reiten gehe und hier ist so ein Reiter-Comic. Das ist die aktuelle Ausgabe, gell? Die hast du von Philipp noch bekommen, oder? Weiß ich nicht. Ja. Alles von euch allen, glaube ich so. Genau. Ich weiß nicht genau. So, und hier bei Topmodel Extra, dann sind hier noch so, also erstmal ein richtig schönes Poster. Das ist schön, gell? Das ist die aktuelle Ausgabe übrigens, die könnt ihr euch noch holen, die gibt es also noch. Und hier sind noch so ein paar Druckbilder. Also ich zeig's mal kurz. Ja, aber da verraten wir vielleicht nicht zu viel, weil wenn sich das jemand holen möchte, gell? So welche. Die kann man dann so irgendwie wohin kleben oder so. Okay. Also es sind keine Sticker. Dann sind hier noch ganz viele davon. So. Ich habe ein Maskenset bekommen, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Mit einem Maskenpinsel aus Silikon für Peel-Off-Masken. Einen Pinsel zu, für Masken, die man runterwäscht. Und so ein Ding. Wie heißt das, Mama? Ich weiß nicht, ein Ding. Ich weiß nur, für was es ist. Dass wenn noch Maskenreste da sind, dann macht man die so... Okay. Runter. So, dann habe ich für meinen Kindergeburtstag und natürlich auch so ein riesen Mikado bekommen. Und... Schaut mal, wie groß die sind. Ich steche mir das Auge aus. Und das spiele ich dann am Kindergeburtstag mit meinen zwei Freundinnen. Und ich denke, mit Abstand das Coolste, was ich bekommen habe. Jeder denkt, ja, ein ganz normales Mapplan. Aber vom Inneren ist es was ganz anderes. Bam, bam, bam. Das ist doch mega cool. Also, ja. Da sind hier gelbe Stifte, rote Stifte, pink, lila Stifte, blaue, türkise Stifte, grüne Stifte. Wie viel sind das? 72. Genau, und so cool. So, ich lege mal alles, was ich schon gezeigt habe, hier hin. Dann habe ich ein Die Schule der magischen Tiere Top oder Flop Buch. Flop, weil wir es gerade im Flop drinnen. Top oder Flop Buch gekriegt. Das ist Band 5, weil ich habe schon die ganzen anderen Bände durchgelesen. Dreh es mal um, guck mal, das sieht man nur von hinten jetzt gerade. Da hatte ich nämlich erst den falschen bestellt. Ja, die Mama hat eins bestellt, dass ich gerade am Lesen bin.
Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt ist ja das Richtige da, gell? Ja, das kam schnell, gell? Mhm. Und jetzt kommt auch noch was richtig Cooles. Und zwar, also da habe ich schon was drauf gemalt. Ich habe einmal einen Zeichenblock bekommen. Hier sieht man auch nochmal, da habe ich so Smileys reingemalt in die Kreise. Und schaut mal, hier habe ich einen Kaktus mit meinen alten Stiften gemalt. Und mit denen, mit den Castell-Arts, habe ich den hier gemalt. Der ist doch viel besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt der super gut. Weil der ist so ein bisschen, lag mal hier drüber, Mama. Hier und jetzt hier. Oh ja, voll der Unterschied. Ja, gell. Und das Tolle ist, es gibt einen Tonnentan Zeichenblock, ich glaube, so spricht man den aus. Und der hat eben nur 15 Blätter und ist so braun. Und der hier ist von Teddy. Ich habe dir auch gesagt, dass ich mir den wünsche, gell? Und der hat weiße Blätter, braune Blätter und schwarze Blätter und kostet 5 Euro. Und der von Tonnentan 10 Euro. Also ich finde, wenn ihr richtige Künstler auch seid, beziehungsweise Zeichner, dann würde ich den da holen. Und wundert euch nicht, wir haben so einen Sturm heute draußen. Also wenn ihr da was hört im Hintergrund, das ist der Sturm. Ja. Von meiner Oma habe ich viel Spaß beim Ausgeben 50 Euro bekommen. Und hier steht Piep, Piepura, hier kommen ein paar Geburtstagspiepen. Mieten. Piepen. Das sagt man zu Geld auch. Okay? So, dann habe ich einen 10-Euro-Müller-Gutschein bekommen. Für Easy von Oma Gisela und Opa Rötchen. Genau. Dem Opa Rudi wünschen wir mal gute Besserung, gell? Genau. Und ein Spiel. Das spielen wir heute am Geburtstag. Genau, das kann das man ist ein Exit-Spiel, das kann man nur einmal spielen und das möchte ich heute mit den Mädels spielen. Das hat die Julia dem Max in der Quarantäne geschenkt. Und? Haben es doch gut gespielt. Und ich muss mal schnell das holen, was ich auch bekommen habe. Also erstmal, Mama, du kannst mir was über diese wunderschöne Hose sagen. Ich soll was über diese wunderschöne Hose sagen? Julia geschenkt, ist mega cool. Okay, also diese wunderschöne Rose hat der Papa von Isabel in ein Schnapsglas gestellt. Okay, auch sehr kreativ. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Das ist übrigens ein Gedicht. Kein Vortrag halten. Ja, was denn? Also. So, Moment, jetzt musst du die Rose wegnehmen, sonst fokussiert die nicht. Ich hab beim Filmdreh eine Freundin kennengelernt und sie hat mir auch so ein Mäppchen zum Geburtstag geschenkt. Das war voll nett, gell, von der Sophie? Ja. Und ich finde es richtig schön, weil das habe ich mir gewünscht. Das hat hier vorne so ein Fach. Und dann hier nochmal so eins. Und ja. Und die Max und der Julia. Hast du es gehört? Die Max und der Julia. Der Max und die Julia haben mir auch so ein Mäppchen geschenkt in einer anderen Farbe. Und da habe ich schon meine ganzen Stifte rein. Zeig mal. So, hier. So, und hier sind dann meine ganzen Füller und so. Und ich habe mir was überlegt. Und zwar werde ich dieses Mäppchen für die Schule benutzen. Und das hier ist auch perfekt als Kosmetikbeutel. Da kann ich hier dann meine Zahnbürste rein. Pinsel oder so, Masken und hier Zahncreme. Auf jeden Fall werde ich beide benutzen. Ich habe mich richtig darüber gefreut. Und ja. Und weißt du, was du noch bekommen hast? So, die Isabelle hat jetzt noch vergessen, was zu sagen, weil wir fahren ja jetzt noch mal ein paar Tage in Urlaub. Alpaka-Wandern. Ja, die Alpakas besuchen. Und am Heimweg darfst du in München zu einem Workshop, das hat die Isabel auch noch zum Geburtstag bekommen, ein Schauspielworkshop. Da muss sie allerdings zwei Textszenen noch lernen. Dun, 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 dun. Ja, aber es ist halt so. So, komm, weiter geht's. So,
das waren jetzt meine ganzen Geschenke. Und ich muss mal schauen, wie viel Uhr es ist. Okay, es ist jetzt 2:30, deswegen, Mama, wie viel Zeit haben wir noch? Rechne. Also müssen jetzt, wir haben jetzt noch 1 Stunde, 1,5 und müssen auf jeden Fall deinen Geburtstagstisch herrichten, ja? Yay! Also wir räumen jetzt erstmal den Tisch leer. Boom! So, der Tisch ist jetzt leer. Okay, der Tisch ist gedeckt. Und das schaut einfach mal so schön aus. Wir trinken ja Bubble Tea, deswegen habe ich hier so richtig coole Bubble Tea Strohhalme bestellt. Und wir haben noch so Überraschungsboxen gemacht. Genau, mit Seifenblasen, diesen, ich glaube, ihr wisst, wenn ich, dass da diese Bonbons hier reinkommen und so ein Katzenhaarband. Genau so eins, wie ich habe, nur in einer anderen Farbe. Bei uns gibt es heute Bubble Tea, wir machen den aber auf unsere Art. Wir haben diesen Arizona Green Tea und diesen Peach, was ist das, Peach Flavor? Genau, wir haben hier diese Bubbles bestellt bei Amazon, die, ich weiß nicht, ich glaube, die haben 9 Euro gekostet. Und dann kommt da noch Wasser mit dazu, das zeigen wir euch aber dann, wenn die Gäste da sind. Ich stelle das jetzt nochmal in den Kühlschrank. Aber nur ein bisschen Wasser. Ich schau mal, wie diese Bubbles so sind, weil ich bin so neugierig und deswegen packe ich die mal aus. Ich bin so aufgeregt, Mama. Halt mal nicht, dass die uns alle raus. Habe ich auch schon Angst gehabt. Sind da unten nochmal zugemacht? Ja, aber Achtung. Oh, fail. Und den ist auch. Ah, warte, das ist so, ich bin auch an. Sag mal. Ja, 1, 2, 3. Darf ich eins naschen? Ja. Mega. Die sind richtig lecker. So, jetzt, ich moderiere mal hier, weil die Isabel ist jetzt beschäftigt. Jetzt wollte ich gerade anfangen. Achso, ich habe gelesen, für Sophie von Easy. Von Easy für Sophie. Nee, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt, oder andersrum? Ja. Oh. 21 Euro. Schaut euch mal an, was die Easy da bekommen hat. Ein TikTok-T-Shirt. Das ist ja mal cool. Dreh's mal um. Wow. So, aber jetzt kümmere dich mal um deine Gäste und... Ich kümmere mich immer um. Morgen Mittag!
immer du bist. So, ihr Lieben, wir haben jetzt gerade die letzten Gäste, also ich waren ja eigentlich nur zwei Gäste, verabschiedet. Ich glaube, die Isabel hat so ein bisschen so einen Zuckerschock, ich bin mir nicht sicher. Und... ein Peppa Pig. Isabel. This is my little brother George. Also auf jeden Fall, das war die Geburtstagsparty. Und ihr wart live. Und ihr wart live mit dabei. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Genau. Und danke nochmal für eure vielen, vielen Glückwünsche, die ihr uns auf Instagram geschickt habt. War echt überwältigend. Gell? War richtig toll. Jo. Küsschen. War schön? Ja. Tschüss. Ihr seid die Besten. Wir haben gerade die Kamera geküsst. Echt? Mmh.